Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Europa Universalis 4. Wir spielen Brandenburg und sind gerade im Krieg gegen Magdeburg und damit auch gegen Oldenburg, gegen Böhmen, gegen was auch immer alles noch, Bremen. So, Österreich plättet die. Und wir haben wieder sehr gute Beziehungen mit Sachsen und mit Mainz läuft es auch gut. Trier haben wir und damit bleiben wir Kaiser. Sollte unser Herrscher sterben. Wie alt ist denn unser Erbe mittlerweile? 39 schon. Uiuiui. Ein alter Herrscher. Land Force Limits Modifier bitte. Und danach kommt noch die Disziplin. Auch nicht schlecht. Also plus 5% Disziplin ist gar nicht zu unterschätzen. So, Böhmen wurde jetzt gewiped. Damit sollte das endgültig zu Ende sein, hier die ganze Geschichte. Wir erobern jetzt noch schnell Bremen. Oh, ich krieg einen Claim auf Danzig und Pommern mag mich nicht. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Ravensburg hat sich mit Böhmen verbündet. Was auch immer die sich dabei gedacht haben. So, Moravia haben wir jetzt auch. Es fehlt nur noch die Oberlausitz, dann können wir Böhmen wieder humiliaten. Bremen ist natürlich ein Vorlevel 3, das ist nicht so leicht. Und ich glaube, wir können Improved Relations machen hier. Genau, Better Relations over Time. Und dadurch kriegen wir auch Yearly Army Tradition Decay. Der wird dadurch stark aufgehalten. Das ist sehr gut, denn dadurch wird unsere Army-Tradition sehr stark. Haben wir denn überhaupt genug? Ja, passt. Machen wir. Und die nächste Ideengruppe, die wir hier freischalten können, die ist auch sehr stark. The Goose Step. Infantry Combat Ability plus 20%. Das ist sehr stark. Und wir werden immer protestantischer. Aber ich meine, wir haben die Toleranzideen erforscht, nicht wahr? Also Tolerance of Heavens plus 3, das ist sehr stark. Bremen haben wir. Dann wird hier Frieden gemacht. In Irland gibt es einen Bürgerkrieg. So, kann man hier schon mit Oldenburg Frieden machen? Man kann schon, aber kann man auch einen guten machen? Ja, kann man. Jetzt ist nur noch Böhmen übrig hier. Und da wird die Oberlausitz jetzt gleich erobert sein. Ah, unser militärischer Berater ist tot. Ah, nee, unser administrativer Berater. Wir können uns leider keine guten Berater leisten, weil wir, wie gesagt, armes Norddeutschland sind. Vom Development in Europa so ungefähr die schlechteste Region, die es gibt. Norddeutschland. So, mit Böhmen können wir jetzt Frieden machen, nehme ich an. Jawohl. Das ist möglich. Jetzt sollen sie mal ihr Bündnis mit dem Teutonischen Orden aufkündigen. Ich will die jetzt mal plätten. Ja, wobei, es schadet eigentlich nicht. Es schadet einfach nicht. Ja, dann lassen wir es, belassen wir es bei dem. Wir haben nochmal ein bisschen was bekommen. Humiliated Bohemia haben wir aufgefrischt. Und Magdeburg wird einverleibt. Was? Polen considert mich als Rival? Nein. Pommern. Considert mich nicht mehr als Rival? Was auch immer. So, Magdeburg war eine gute Provinz, oder was? 13, naja. Ja. Dann gehen wir mal nach Danzig. Können wir nicht. Dänemark würde helfen.
Und sonst wird uns keiner helfen. Österreich hat uns ja wohl gerade geholfen. Aber Polen hat uns doch nicht geholfen. Wir können doch mal Polen benutzen. Ach ja, Pommern ist kein legitimer Rivale mehr für mich. So war's. Dänemark aber. Dänemark würde ich natürlich gerne vernichten. Kriegen wir jetzt noch den Humiliate Rival Casus Belli? Ratibor. Oder 10 Jahre Technologiekosten teurer. Dann machen wir lieber Ratibor platt. Oder? Ja, machen wir lieber Ratibor platt. Wie sieht es mit der aggressiven Expansion aus? Oh, voll in Ordnung. Total moderat. Wir verbessern mal unsere Beziehung mit Trier. Wie sieht es mit Anhalt aus? Da haben wir ja auch einen Claim drauf. Sachsen und Böhmen würden mitmachen. Ehrlich gesagt, würde ich da fast kämpfen, aber ich will halt nicht gegen Sachsen kämpfen, weil die mein bester Wähler sind. Schade. Warum würden die da auch helfen? Das ist doch blödsinnig. Oh, hier bietet sich eine tolle Gelegenheit. Wenn wir auf Sachsen-Lauenburg einen Claim fabricaten und dann angreifen, dann wird der Teutonische Orden als Bündnispartner in den Krieg gerufen gegen uns. Und wir haben eine Möglichkeit, nicht nur Sachsen-Lauenburg platt zu machen, sondern auch den Teutonischen Orden zu humiliaten und zu schwächen, was uns wieder Power Projection gibt. Boah, wir haben einfach so viel Diplo-Power. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Haben wir War Exhaustion? Ja, dann mal da. Dahin damit und... Nein, oder? Ja doch, es kostet Diplo-Power, ja. Und wir können ein bisschen die Provinzen verbessern, damit es schöner aussieht hier. Einmal Diplo-Power rauf. Hier einmal Diplo-Power rauf. Bei den 9er-Provinzen mache ich das. Und bei den 7ern machen wir es jetzt auch. Soweit es geht. Dann haben wir unsere Produktion ein bisschen verbessert. Ist nicht schlau, eigentlich sollte ich das bei denen machen, die besseren Handelsgüter haben, aber so stark ist das jetzt auch nicht. Magdeburg hatte auch ein Fort. Also so langsam bekommen wir auch Forts. Eins in Stolp, eins in Magdeburg, eins in Braunschweig, eins in Lübeck. Es fehlt nur noch eins im Süden. Da bietet sich natürlich als nächstes Moravia an. Auch weil es eine gute Provinz ist. Ich glaube, wir machen hier auch mal einen Claim. Mir hilft auch keiner gegen... den Deutschen Orden, der Hammer. Der hat sich mittlerweile gut vernetzt, der wird nicht angegriffen, weil er mit Ungarn, dem Livonischen Orden Böhmen und Sachsen-Lauenburg verbündet ist. Nur Sachsen-Lauenburg, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, sich mit denen zu verbünden, denn ich kann jetzt über Sachsen-Lauenburg eben, wie gesagt, den Teutonischen Orden platt machen. Ja, wow, Hamburg muss ich dann auch noch gleich besiegen, weil Hamburg sich gedacht hat, yo, wir garantieren einfach mal Sachsen-Lauenburg. So. Lauenburg ist der Claim fabriziert und wir können loslegen. Hamburg hilft nicht, gut. Wir müssen natürlich alleine den Deutschen Orden wegmachen. Wie viel Mann haben die? Der Deutsche Orden hat 13.000 und 16.000 Manpower, das kriegen wir hin. Gut, dann Eroberungskrieg, go! Instant-Vernichtung. Und jetzt kümmern wir uns um den Deutschen Orden. So, hier sind die. Wir haben ja schon unseren Moral-Spike bekommen. Also wir sind schon ganz ordentlich dabei.
Tuchel möchte ich mir natürlich in dem Krieg holen. Weil wir dann einen Claim drauf haben und das unsere Mission ist. Unser Force Limit ist weit höher, aber wir können uns eben gar nicht leisten, an unser Force Limit auch nur an die Hälfte des Force Limits ranzugehen. Das ist bezeichnend. So, und die Marienburg ist natürlich eine starke Burg, eine starke Festung. So leicht kommt man da nicht durch, vor allem wenn man nur eine Kanone hat. So, Stabilität können wir jetzt wirklich gut gebrauchen. Papal Influence brauchen wir nicht mehr wirklich. Und was ist denn da los? Looming Disaster, Religious Turmoil. Ja. Oder ich komplettiere die humanistischen Ideen. Haha, ich habe eine Idee. Wir komplementieren einfach die humanistischen Ideen. So. Jetzt 12 pro Runde kriegen wir Admin Power. Dann kann das nicht mehr schief gehen. Sachsen kriegen wir. Unter Polen würde uns auch helfen. Nö, Leute, jetzt mag ich euch nicht mehr. Jetzt will ich keine Hilfe mehr. Gut. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir werden bis zur nächsten, bis zum Ende der Folge nicht mehr fertig. Oh, Frankreich hat sich hier ausgebreitet bis nach Cremona. Krass. Okay, also ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge, euer General Pilufas.